So, nu wil ik in hier een beetje snuivies. Ik zei die in het eerste dat wordt de meeste snuiven hier. En nu kost je zijn, ik heb hem al. Een klompe snuiven van de van. Dit is de eerste snuiven wat we hier doen in winter. Ik rijden hand. We zijn nu, zoals ik eerst zei, 1000 kilometer hiervoor. En nu zijn we al maken snuiven. Zit dat niet, schmok? Kijk die man, er is een boom hier aan. Nu wil ik hier een beetje in deze bosch dan gaan. Kijk, we zijn in het kleine motel hier en zo. En dat is blijft zeer schmok hier. Nu wil ik hier een beetje in bosch dan gaan, dat je een snuiven kan een beetje aan de boom zijn. Kijk maar daar. Kijk maar, dat zit toch fijn. Kijk maar dat daar aan de bladen hangen dat. Want als je dit aanvoerde, kijk dat is alles een naad. Als ik het eerste moet snuiven zou, hij stopt me in de voeten dan. Geen wonder dat mensen snuiven leggen dan, niet zo? En dan wordt nu omdraaien waar het regen. En dit is blij smak. Ik vreed me al zei, ik kijk uit het venster uit. Dan zei hij dat we alle wit putten. En nu moet je wat deze snij voor. Dat is een andere zaak. Dat die snij zijn niet zo smak. Maar dat voor de boer, dat is gewoon zo einfach. Dat kan er ruim maar glad zijn. Kijk maar deze boom, deze kleine aster, die hangen hier gewoon dik van zijn snij. Oh. Dat ganz rein, da kannst du die auch in der Fuhr stoppen, auch kannst du Müll stoppen, weißt du? Das schmeckt, das sei ja schein. Ich meine, das ist ja Wotan, nicht so? Und hier sind noch so eine jähle Blätter an, hier mal. Jähle Blätter noch, die sind nicht mal aufgefallen. Dann ist die Schneide all dran. Wow! Lass ich mal herkommen, ein bisschen Bezirke kommen, das sind Schnee. Lo, die sei ja hier in einem, hier mal das alles zu Bezirke. En wie zijn het leidt, eindje wat hier nog bij dit hotel zijn even gebleven, bij dit motel. Ik meen, ja, daar zijn nog een paar, er is nog een koor nog. Kijk maar, dat is aan de van en dat is nog een. De anderen zijn alle voet. We zijn een beetje lood opgestoken. Ik heb een beetje aan de video's gearbeid, zodat ik kind kunnen een beetje metduilen weer. Maar ik had er niet alle voordeel gekregen. Zo, so, hier heb je snij. Welkom to Canada. Zo, nu mogen we hier wel een fijne snijbies. Kijk maar de andere. Telefoon aan de lijn door, dat is alle dik hangt dat er vol. En dan fijne steiner, den maag had ze ganz rein gemaakt. Die broek had geen zorg gemaakt aan den maag niet. En schuld, hij had een wascher de hand, dat heeft op je hand dat glas rein gemaakt. Ik kijk die mol aan. Dit is Canada, dit is een noorden. En hier is snij. Het is gewoon veel snij. Maar dat reed uit hem dat alle, ik geloof dat het drie zal snij had we hier vandaan. En dat lijkt wat nog met meer sneeuw. Wat jij dan zei, er schijnt op sneeuw voor. Zolang de weg rein als is dit. Dan moet je gewoon zijn oppassen. Maar met ons kan dat zwarte ijs zijn. We noemen dat zwarte ijs en dat zei ik laat. Wanneer je dan opvoert, dat klapt dan zo zei je, dan kost je brekje wat je weet dat helpt niet. En ja, ik kan het zeggen, groeien en dat vlees je in de koers dit. Ja. Sehr schmacken Schnee habe ich hier von der Smaus und die sind Gott dankbar dafür. Wollt ihr hier bloß mal schmacken Schnee? Kijk ihr mal. Wir finden, dass hier in das dunkle Wasser ist. Bloß gröliger Schmack. Und ich habe meine Wendaden geparkt, bezieht einen anderen Chor. Daran ich geschwinde Unia, weil ich in das schmacken Wasser hier wiese. Und das hat nun gerade ein bisschen Schnee. En ik wil een beetje dichter bij dit gaan, dan kan je dat ook zijn. Kijk maar, we vinden dat hoor. Je hebt dat andere dat, niet zo? Dit is God in de natuur. En wanneer we zijn zijnen dan, dat vreemd dat dan wel. Kijk maar, we vinden die boom de vals snij zetten. Nu wat je den waag naar wezen. Kijk maar, hier is de waag voor. En dat is hier aangemoten naad alle. En ik moet een beetje oppassen, ik heb in de fans. En deze mensen waar mij met leven uit in veel zee, weet je. En die waar mij nog stel houden. En waar ik hier moet zwinnen verlengen wonen nog. Een beetje dichterbij wonen daar. Dan kan je dat ook zijn. En waar ik hier met je aan. Als je eenmaal een kamion hebt, dan wordt mijn ganz naad melken bij ons. Zalt wordt er bezien op de highway, dat is er zeer zaltig. En dat wordt er wel ook bij hem. Ik val hier mijn hand weer aan. Zo. Kijk je maar dat.
Sittig Schmock. Das Wetter dort, das dunkle Wetter hier in das Wetter. Mir seht ihr bloß grün, ich sehe, Schmock ist dort. Und wollt ihr mit ihr raufgehen und hier dort von dich bis seine. Wie macht ihr denn noch einmal? Ungefähr 6 Stunden vorher von dir, dass wir nächste Stadt sind. Und das sind Tannenbäume. Ich sehe hier noch Wasserfälle. Die sind hier in Schuhe. Und wo ich mir den Himmel sehe, wohne. Das ist hier aber sehr glatt. Ich will mich nicht einmal ausrutschen auf seine Hand voll. Dann mache ich so, ich kann ja Stoppjes nehmen. Ich sehe hier noch niemals, wie ihr hier warst. Und ich glaube, dass was ich lerne, hier noch unten zu gehen, der Wasserfälle zu betätigen. Der hat da auf dem Weg, der sehr nicht ungeheftet, der sehr schmackt, Leute. Ich wundere, wie geschmackt das ist. Hier ist ein kleines Schächtchen Schneebau auf diesem Wort hier gegangen. Da. Und das halt unten. Und das ist bloß grünlich sehr glatt. Hier das Wasser da, ich glaube, ich ziehe mehr Spatur. Da muss vernünftig wissen, wie das ist, der feine Wasserfälle. Das ist eine Mutter fein, nicht? Das ist aber ganz offen, sehr deutlich. Ja. So, das wird ein bisschen schmackig, wenn ich da unten vielleicht noch nicht schmieden kann. Ich glaube, es wird nicht Angst bei unten sein, wenn ich da aufheben würde, nicht so? Hier ist ein kleiner Jugendlicher, der kickt sich auch alle an. So, ich glaube, das ist etwas sehr schmackig. Da das ist eine Art Ängste bei uns, nicht so? Aber das ist feiner Kraut, Wutter. So, heute in der Falle gewesen und ich gucke da, ob feines für ihn, okay? Sehr schmacker Boy. Wird auch schön gehen, da ganz bei Bogen gehen. Da ganz Bogen stehen und dann nochmal raufkicken, ich leg drauf. Das sind hier Steine. Ich glaube, einer wird mit dir abpassen, der nicht taub. Dich bei der Kant wird gar nicht geboren, nicht so? Dann tja, wenn du hier rumtätje, dann hier hast du die große Licht. Futz bezieht. Ich glaube, dass als Fan will der Boy das Rüttstädtchen, den Butter. Und nun sind wir dich bei Thunder Bay. Das ist uns zweiten Tag, wo wir noch weg sind. So, der zweite Tag, wo wir gehen können, ein bisschen die Bilder wiesen, wo wir reisen können. So, wir sind hier nun gerade angekommen auf das. Das Denkmal hier, das ist das Denkmal von Terry Fox. Terry Fox hat nur ein Bein. Er hat einen verloren, der schreibt. Und er wurde geboren in 1958, 2 Jahre alt geboren. Und er wird 22 Jahre alt, als er sich entschlüsselt hat, als er den Bein verloren hat, dass er wird, durch Kanada zu Feld gehen. Er wird ran. Er fängt dann noch an, weit auf in Neufundland fängt er an zu rennen. Dann rennt er durch Kanada. Er rennt für 143 Dau. Weißt du was? Er rennt über 5000 Kilometer. Er fängt dann an zu rennen, Er hat die ganze Welt zurückgenommen. Er kriegt auch viel Geld. Millionen Dollar. Weißt du was er damit hat? Er hat das Geld gesammelt für Schrift, für so eine Menschen, die trifft haben. Er hat dann sehr viel Geld gesammelt, dass die Menschen können ausfinden, Medizin für so eine, die trifft haben. Das hier ist Thunder Bay, Ontario. Das ist in Ontario, ist vielleicht 6-7 Stunden auf von Manitoba und ist etwa 1500 Kilometer auf von uns. So, ich dachte mir so, ich muss hier das mal ein bisschen wissen. Das steht hier, hat er hier abgebaut. Ich glaube, er nimmt hier einen Tag an dich. Schau mir Bett hier. Und aus dem Bett hier kommen wir. Wir rennen, wie ihr auch seht, von 143 Dau. Dann warten wir mal an, dass er ihn trifft, hat sich verspreit. Er hat seine Lunge ganz voll trifft. Und er läuft dann ab und geht nicht wieder ran. Er kann die letzten 3.500 Kilometer nicht ran. Da muss er doch laufen und er stirbt dann noch. So, ich dachte mir, ich möchte das wissen. Wenn ich mal hier in Ontario hier durch fahre, dann denke ich, das hier mal ein bisschen betätigen. Das ist sehr schmuck hier. Das ist die größte Licht, was das sein
Det sei då är en grötta man slappt om vatterbanan. Man går och sitter där då en rätta kan säga den kopp och då säger den bok då när hänger de bön. Då sitter det från då en ganska grötta rige en vatter ligger där. De nåna då the big giant. Och då säger måste då den rige för att där hänger för de där de skept och kan då inte säga det sitter på sig smaksast då, inte så. And man die da bitte denn sagen da zwei shape da unten der hat sich geparkt hier als eine große Fabrik hier dann die Obseier für Kappa und auf andere ihr von ihr Sachen rütholen sind große Mine für denn der Utgrove die ihr so hier haken hier ein bisschen Matche da von Terry Fox dort sie nome in wird hier als wir dann gekommen interessant wer Gott einmal sagt nur richtig Tau. Nu wollte ich ein Haus nehmen. Ob ein Christ, als ich warst oder nicht, dort würde ich nicht weiter.